So. Und jetzt geht's weiter. Mit Madison. Meine Damen und Herren. Für die Zuschauer auf YouTube. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber wir sind jetzt genau wieder an der Stelle im Livestream angekommen, wo wir im Let's Play aufgehört haben. Und ja. Jetzt sind wir hier an den Türen. Die sind, glaube ich. Nicht mal alle verschlossen. Ei, der Witzka. Okay. Aber es ist ja eigentlich auch... Aber was sind da? Ja, klasse. Okay, jetzt ist alles abgeschlossen. Okay. Da sind die... Ah, die kommen jetzt da raus. Die Kakerlaken. Von denen sie vorhin gesprochen haben. Boah, Scheiße in meinem Arsch. Ja, aber so ist so die Mechanik, ne? Mit den Bildern und so. Und mit den Fotos machen. Ach du Schande. Wie auch einfach alle Bilder, die ich mache, hier drinnen bleiben. Oder zumindest die letzten. Welcome back. Das heißt, wir sind jetzt wieder drin. Kann hier aber auch kein Foto gerade machen. Wir sind wieder im Haus. Das heißt, wir können das theoretisch... Ey. Jetzt die Sachen mit den Echten. Hey, ja, da war jemand. Ich gehe zurück nach Hause. Mama Mia. Da war jemand. Oh, nein. Damn. My head. Hey, was denn nur jetzt? Oh, was ein ekliges Geräusch. I don't understand. My head. Was habe ich denn? Öffne das Notizbuch. Kann ich auf die andere Seite gucken. Aber es sieht irgendwie nach Dachboden aus. Ah, oh, nee. Ich hatte gerade, Oma hat hier die Tür aufgemacht. Aber die hatten wir schon auf. Ich wette, hier müssen wir die Tür irgendwie fotografieren, wenn es 9 Uhr ist oder so. Weil auf diesen... Aha. What the fuck? Weil hier steht drauf 9 Uhr. Ja? So, da steht 9 Uhr drauf. Hier ist immer noch zu. Ich kann... Hilfe. Okay, muss ich näher ran? Oder habe ich da schon mal ein Foto gemacht? Ich weiß es gerade nie mehr so genau. Ist nichts passiert. Wir gehen nochmal außen rum.
Oh, diese ganzen Geräusche, die machen mich fickrig. Gartenzwerg, was geht? Ja, basically haben wir jetzt das Foto, das Notizbuch bekommen. Warte mal. Warum sind da Planeten drauf? Ich glaube, damit hatte ich schon mal was gemacht, ne? Okay. Also ich bin, glaube ich, Luca. Und dieses Notizbuch ist halt meins. Basically. Und wir sollen jetzt, glaube ich, den Dachboden öffnen. Habe ich das richtig verstanden? Was wir zu diesem Dachboden sollen? Ja, genau. Mach's mir selbst auf. Immerhin brennt oben Licht, das ist ein mega geiles Zeichen. Also, na, guck mal nach oben, guck mal nach oben, guck mal nach oben. Oben, 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 da ist Oma! Doch nicht. This is huge. Ach du Scheiße. I've never been here before. Alter ist nur eine Zahl, du kannst addieren oder subtrahieren. Doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du so oder so. Mhm. Und ich sehe da so eine Kuckucksuhr. Kann ich das aber auch nicht einsetzen, ne? Eine Weisheit, ja. Da fehlt was. Kann ich das aber auch nicht anlegen. Aber da muss ich irgendwas hin tun. Er fällt doch gleich irgendwann runter. Wobei, hier sind ganz viele Bilder. Wieso hat es jetzt wieder gewackelt? 10. Also 1-0 wahrscheinlich. Okay. Hier hinten ist auch was. Eieiei. Warum wackelt das dann immer so? 25. So, am Ende stirbst du sowieso, hat sie gesagt. Man kann subtrahieren und multiplizieren, addieren, was auch immer. Okay, kann ich nichts benutzen. Wieso kann ich da durchgucken? Das ist eine Nummer. 43. 43. Was ist das denn hier? Ein Schlüssel. Ein Herzschlüssel. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. 5 Jahre alt. Fragezeichen. Was ist denn das jetzt? 38. Junge, könnt ihr das mal lassen? So, 38 fehlt noch. Und 13. +5 = 43. Ich gefühl, dass ich da oben aber irgendwie nicht was geöffnet habe. Ich kann mich hier aber auch nicht weiter umsehen. Say cheese?
Okay. Was mache ich mit diesem Brett? Ich habe jetzt einen Schlüssel, ich habe dieses Bild mitgenommen. Kann ich das Bild vielleicht woanders aufhängen? Ah, warte mal, 5? Wo war denn jetzt? Warte mal. Oh, hier ist noch ein anderes Bild. The shape of this portrait is quite strange. I'm carrying too much already. Giovanna Maxwell, 56 Jahre alt. Aber das ist ja ein schräges Bild. Too much already. Ja, wie kann ich denn mal was wegschmeißen? 10 von 10 Items. Ich würde ja gerne mal was wegschmeißen. Aber wahrscheinlich muss jetzt das andere Bild einfach loswerden. Dann ist das wahrscheinlich hier, oder? 56 minus 13 ist 43. Muss, glaube ich, überall so aufhängen. Aber ist das nicht ein bisschen nach der Shape auch? Weil es fehlen mir ja auch theoretisch 2 Bilder. Ich hänge erstmal das andere noch auf. Der Sohn war da ja 5. Ja, der Sohn hing hier. Aber ist das nicht einfach generell die Shape des Bildes? Basically fehlen mir einfach noch 2 Bilder, oder? Das ist ja auch irgendwie die 13 als Bild. Ja, die 13 hing da, wo dieses... wo ich jetzt die Frau aufgehangen habe. 38, 25. Aha. Okay. Ja, danke, Vossi. Warum kann ich dieses Brett hier nicht nehmen? Ich kann da nur was dran machen. Ich kann es nicht aufnehmen. Nochmal runter. Da kann ich ein anderes Bild noch mitnehmen. Insgesamt brauchen wir, glaube ich, sowieso 4. So, jetzt habe ich aber auch noch einen Schlüssel. Vielleicht. Aber er will nicht benutzt werden. Ein 40 und Police Officer. Ja, ja. Das wissen wir schon. Was war das noch? Rechts, 8, links. Ich glaube, das hatten wir aber schon gelöst, das Rätsel. Aha. Oma? Haben wir noch Curry King? Das Bild können wir nicht nehmen. What a mess. The entrance key should be somewhere. Wir wollen ja auch eigentlich aus dem Haus nur raus. Wir wollen ja eigentlich nur raus aus dem Haus. Ah, Drogen? Also ein Drogenmangel hat hier nicht geherrscht. Also hier könnte man eine richtig fette
Ecstasy-Party schmeißen, ne? So viel schon mal sure. There are meds everywhere. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Okay. What are these things? Sieht aus wie so Dias, oder? Aha. Uranus, Neptune. Ah, jetzt müsste man wissen, in welcher Reihenfolge die Planeten sind, ne? Ich habe nämlich noch Saturn. Können das da reinlegen? Das ist ja nicht, dass das Richtige ist. Uns fehlt aber eh noch einer. Aber wir können die hier erstmal ablegen. Dann wissen wir zumindest, haben wir ein bisschen Platz wieder im Inventory. Einer fehlt uns noch. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist von der Reihenfolge, to be honest. Also diese Bilder sind auch einfach so. Ah. She was so sick. Elizabeth Maxwell. Augenuntersuchung, Diagnose Katarakt. Seltsame Unterform des Katarakts. Beide Augäpfel färben sich komplett weiß. Die Patientin verliert ihr Augenlicht innerhalb von kürzester Zeit. Beeinträchtigung der Sehstärke prozentual. Rechtes Auge 95%, linkes Auge 87%. Wir könnten nicht definieren, was die Augen der Patientin schädigt. Bitte die Medikamente weiterhin einnehmen, bis eine angemessene Behandlung gefunden wurde. Nächste Visite am 26. Juli 72. Saturn, Uranus, Neptun wäre die Reihenfolge. Ist das die Erde hier? Weil Mars ist ja dann nicht richtig. Sonnensystem, ja, aber ich weiß doch nicht auswendig. Ich bin nicht so auf der Welt, aber ich glaube, dann ist es so rum richtig. Und dann fehlt hier noch der Mond vielleicht oder so. Ich weiß ja nicht, ist das jetzt, ist hier die Sonne oder ist hier die Sonne? Hier kann die nicht sein, hier müsste die Sonne sein, oder? Ah, oh! Ja. Okay. Ja, für sowas ist mein Gehirn nicht gemacht. Dann sitzt man rückwärts. Leute, ich weiß jetzt einfach nicht auswendig. Das ist ja die. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Planeten zur Sonne stehen. That song. War doch so eine Statue, wo ist die hin? What? It's open now. There's definitely someone here. Ja, die Statue ist hier, Alter. Viel hast du noch nicht verpasst vom Spiel.
will denn diese Statue von mir? Dad's room. Alter, wie groß ist dieses Haus? Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Okay, dann muss ich die beiden doch austauschen. Dann muss der Uranus, Neptun nach ganz rechts. Ja, okay. That fucking statue. Am I going insane? Ah, hier kann ich den Dia-Projektor anwerfen. Weiß noch jemand, was das ist? Das sind VHS-Kassetten. Das gibt's heute gar nicht. Oh, hallo. Gibt's heute gar nicht mehr. Power Games zum Mittag. Naja, ist ja schon gefühlt bald wieder dunkel. Ne? Ventilator an. These photos are pretty old. Hey! Hey! Hey, mach das Licht wieder an! Gar keinen Bock mehr. Was ist los, Bruder? Jetzt ist die Statue weg. Ich hab so Gänsehaut, ey. Balababa. Hör doch auf. Ach du Schande, wo kommt die denn her? Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt sie durch. Einfach durchziehen. Lambo. Kann ich nicht benutzen. Safe. Grandpa's office. Oh Mann, ey. Kann ich das Bild mitnehmen? Ja. 33 years old. Pascual Maxwell. Okay, das können wir mit hochnehmen. Was stand vorn drauf? 7-mal links, 1-mal rechts? If you need the combination, you know where to find it. Heaven. Eh? Leute, hört auf zu spoilern. Hört auf zu spoilern im Chat. Kann ich gar nicht haben, sowas. So. Joseph Abraham Lakestore. Ich lese Runenkarten, Tarotkarten und kontaktiere geliebte verstorbene Menschen in der Geisterwelt. Wegweisung, Deutung, Führung und Weissagung via Tarot und Runen. Wähle 212565 hier, bla bla bla. Mhm.
würde gerne die dritte Scheibe für diese. Ja, genau, ciao. Dann lesen wir erstmal. How to contact the dead. All this time, we thought he went mad. But he only wanted to talk to her again. Achso, es war kein Spoiler. Ja, dass es mit der Uhr da zusammenhängt, kann ich mir auch vorstellen. Also man kann hier gar nicht alles lesen. A photo of the dead person is required for accomplishing the contact. Light up some candles in the room. Turn off every light. Use your own blood as gift to the beyond. Your blood drop must be on the right side of the locket. Close your eyes and say his her name 3 times. Repeat until your loved one answers. Schon sehr abergläubisch, die ganze Scheiße hier, ne? Ich halte aber auch nicht, wie solche Saves funktionieren. Muss ich aussagen. Ich kann ja auch nirgendwo draufdrücken. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein rundes Bild gefunden. Alter! Diese Statue macht mich wirklich fertig. Telefon. Kann man kurz drauf gucken, was hier steht? Ah, wie auch immer, rechts und dann macht man links. Hä? Er hat doch gar nicht gebimmelt. Sammelgegenstände. Aha. Ein Snake angerufen führt in Metal Gear Solid. Ja, ein bisschen, ne? Metal Gear Solid, Alter, hab ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Den, 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 den. Den, 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 Snake! Ja, muss auf übelst beachten, das stimmt. Aber wir kriegen das hin. Hier würde ich jetzt einfach, also einfach weil es passt, denke ich mir halt, dass das the right place ist. Wahrscheinlich geht dann diese Mauer hier auf oder so. So, wir haben jetzt hier eine Kuckucksuhr. Das reicht halt auch noch nicht, ne? Es gibt 3 Kuckucksuhren, die wir jetzt schon gesehen haben. Also, bei so einem Spiel zu spoilern bzw. zu helfen, ich sage mal so, wenn ich jetzt wirklich so gar keine Ahnung mehr habe, was ich machen soll, dann frage ich halt schon mal auch gerne im Chat nach, wenn jemand was weiß. Und dann nehme ich die Hilfe auch gerne an, aber vielleicht dann auch versuchen, so zu formulieren, dass ich jetzt nicht sofort komplett weggespoilert werde. Aber, so ohne dass ich jetzt was frage, würde ich jetzt ungern Spoiler im Chat lesen. Weil ich finde, bei so einem Horror-Game gehört es auch voll dazu, gerade wenn man irgendwie so Rätselspiele hat, dass man selber viel herausfindet. Auch wenn es vielleicht mal einen Ticken dauert, aber dann ist halt dieser Aha-Effekt umso größer.
Hier haben wir halt immer noch das Ding hier. Und da steht jetzt Kombination. Mhm, rechts, aber ich glaube, es ist eine 4. Es kann halt eine 4 sein. 4 mal rechts, 8 mal links. Hier war noch das mit dem Sonnensystem. Da fehlt uns aber noch die dritte Scheibe. Und da hatte ich jetzt aber auch das Gefühl, die muss dahin. Aber auch umgedreht. Und die muss dahin. Aber gucken wir dann nochmal. So, jetzt habe ich auch gar nicht mehr darauf geachtet, was für eine Form von einem Bild mir fehlt. Das Bild kann ich nicht mitnehmen, glaube ich. Ah, hier ist auch noch eine Kuckucksuhr und ich verstehe gar nicht, was das da ist. Das sieht auch aus wie diese Planetendinger. Hier ist aber auch kein Bild. Und das Ding hier, weiß ich auch nicht, wie ich das aufkriege. Weil das hat eine Zahlenkombination. Fragen über Fragen. Neues Bild, was geht? Aber im allerersten Raum hatte ich aber auch nichts mehr. Ach, hier ist sogar dicht. Oder? I won't be able to go back. Ja. Also wie zusammengestürzt. Okay. Also folgendes. Wir brauchen noch ein Bild. Wir müssen wissen, was die Kombination für den Safe ist. Was mich halt wundert, ist, dass auf dem Bild die Kombination. It's empty. Also auf dem Bild mit der Kombination steht halt eine Uhr mit drauf. Das verwirrt mich so ein bisschen. Aber in dem Klo ist dieser Zettel mit Kombination. Nein, da steht sogar Combination, so und so viel rechts und so viel links. Was haben wir hier im Keller noch? Da haben wir eigentlich nur den Brunnen gehabt, ne? There is no need to cut off the power right now. Da komme ich nur noch zu dem Brunnenladen. Ja, das ist immer so ein bisschen der Trick bei der Sache. Ne, auch jetzt, wenn man das so aufnimmt, man will jetzt ja nicht, dass man hier eine halbe Stunde so nichts wissend rumläuft. Hat sich die Zeit denn jetzt gerade so schlagartig verändert? Ich wette, die Tür kriege ich auf, wenn ich bis 9 Uhr warte. Steht sie wieder hier. Hä? Piano is blocking the front door. Oh. Kann man die Scheiße nicht abstellen? Erstmal hier unten. Rechts, 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 rechts. Links, 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 links. Links. Das hat nicht geklappt. Rechts, 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 rechts.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So vielleicht? Ich wusste gar nicht, dass die Bilder auch wegschmeißen kann. Das, die Form haben wir noch nicht, ne? Das haben wir da runtergenommen. Okay, ich habe eine Frage an die Leute, die es wissen. Übersehe ich etwas mega Offensichtliches und habe einfach nur nicht richtig hingeguckt? Übersehe ich was ultra überoffensichtliches und bin einfach wie schon 10 Mal dran vorbeigelaufen. Also, ne, für die Leute auf YouTube, ich stream das ja gerade. Das Bild kann man nicht abnehmen. Nein, habe ich nicht. Das heißt, es ist eine Gehirnfrage. Wir haben halt hier dieses Ding. Albert Maxwell. Die Uhr ist immer auf 9. Hier kann ich auch nichts sehen, wenn ich hier reingucke. Das wundert mich auch total. Aber da höre ich ganz viele Uhren. Diese ganzen Geräusche, ne? So. Hammer in die Wand. Problem ist ein bisschen mit dem Hammer. Ich kann das halt nicht... don't use. Ich kann den Hammer halt nur an manchen Situationen benutzen und nicht immer. Was? Loonies is real. Okay. Also Banana Breadman, du darfst mir jetzt einen heißen Tipp geben, damit es hier irgendwie gerade nochmal weitergeht, weil ich jetzt auch selber tatsächlich nicht mehr weiter weiß. Du darfst mir einen Tipp geben, aber nicht spoilern dabei. Das ist deine Aufgabe. Das ist ein Horrorspiel eigentlich. Wir haben auch schon ein paar Szenen gehabt, die krass waren. Aber gerade bin ich so ein bisschen hardstuck. Hier waren wir auch schon 1000 Mal. Es sind auch überall diese roten Lampen, ne? Gewalt ist keine Lösung. Auch hier diese Kombination für diesen Safe. Also ich habe noch keinen Safe aufbekommen, weil ich einfach nur dumm bin. Die Hinweise hier sind irgendwie alle so Quatsch. Die Kombination habe ich auch schon probiert hier. Oder das Jahr zumindest. Die Uhr auf den Sofa für den Safe vielleicht. Für die anderen beiden Safes meinst du? Das Problem ist ja, es sind zwei.
Und die haben nur einen Zeiger, also ein so ein Ding. Ich weiß nicht, wie sie. Keine Ahnung, wie die richtig laufen, aber der Banana Breadman ist, glaube ich, schon wieder gekillt. Weil auf einem Zettel eine Uhr war. Ja. Was kann ich denn hier machen? Banana Breadman richtig am Überlegen. Da soll man ein Lebenszeichen geben. Oh! Ist ja auch noch ein Schrank. Grandma's Diary? 22. März 1972. Man sagt, ein Tagebuch wäre gut fürs Gedächtnis. Na dann, wir werden sehen, ob das auf mich zutrifft. 29. März 72. Heute sind wir zu einem Garagenverkauf in der Nähe des Zentrums gegangen. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Johnny fand auch ein Buch, über das er sich sehr freute. Er war deshalb aus dem Häuschen. Ein wirklich schöner Tag. Banana Breadman, du darfst mir einen Tipp geben, wenn du möchtest, aber ohne Spoiler. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich etwas aus der Ecke heraus angestarrt hatte. 3. April. Heute war mein ganzer Schmuck überall im Raum verstreut und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Ich fragte Johnny, wonach er gesucht hatte, doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. 5. April. Wir mussten Johnny wieder zurück ins Bett nehmen. Das Buch, das wir ihm gekauft hatten, bereitete ihm Albträume. Wir müssen zugeben, dass es ein wenig gruselig ist. 9. April 72. Mein gesamter Schmuck ist wieder verstreut worden. Ich kann meinen Hochzeitsring nicht finden. Er war das schönste Geschenk, das Albert mir je gemacht hatte. Aber heute war Johnny nicht daheim. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass jemand anderes im Haus ist und jeden meiner Schritte beobachtet. Albert sagt mir, ich soll mir keine Sorgen machen. Er wird noch denken, dass ich verrückt geworden bin. 10. April. Was für eine Erleichterung. Ich habe einen Ring in Johns Zimmer gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. 11. April 1972. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Diese dumme Geschichte über das augenlose Monster geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß nicht, warum wir dieses Scheißbuch gekauft haben. 7. Mai 1972. Also jetzt fast einen ganzen Monat später. Ich habe eine ganze Weile lang nichts mehr aufgeschrieben. Die letzten Wochen bin ich vom Arzt zu Arzt gegangen. Etwas stimmt nicht mit meinen Augen. Etwas stimmt mit meinen Augen nicht und die Ärzte wissen nicht, was mir fehlt. Die schmerzen sehr und ich sehe jeden Tag verschwommener. 22. Mai. Gott. Die Ärzte sagen, dass ich in den letzten Wochen mehr als 40% meiner Sehstärke verloren habe. Ich kann kaum noch lesen, schreiben, fernsehen oder überhaupt etwas anderes denken. Irgendwie verschwinden die Pupillen in meinen Augen. 23. Mai 72. Ich bin diese Medikamente leid. Nichts scheint zu helfen. Ich ertrage die Schmerzen nicht mehr. Warum passiert mir sowas? Ich kann mich kaum noch durch das Haus bewegen und mit meinen Augen in so einem Zustand. Aber aufschreiben kann sie noch alles. Ich ertrage die Schmerzen nicht mehr. Hilf mir, Gott, bitte. Ich habe furchtbare Angst. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist, aber niemand glaubt mir. Ich weiß, dass es stimmt, auch wenn ich nichts sehen kann. Ich fühle eine Präsenz. Da lebt jemand bei uns. Wie gruselig. 3. Juni 72. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist. Ich habe die ganze Nacht über Geräusche gehört. Ich schwöre, dass ich jemanden atmen gehört habe, als ich mir ein Glas Wasser holen wollte. Ich habe mehr als 80% meiner Sehkraft verloren. Die Ärzte sagen, sie finden keine Lösung. Ich will nicht länger allein im Haus sein. Ich bin hier nicht sicher. 27. Juni 72. Mein Ring war wieder nicht an seinem Platz, aber das spielt keine Rolle mehr. Niemand wird ihn jetzt noch finden, denn ich versteckte ihn unter. Okay, aber man sieht zumindest hier auf den Blättern, ab hier wird die Schrift richtig kriegelig. Und hier auch. Also hier kann man es auch einfach gar nicht mehr lesen. Crazy. So. Junger Mann, zum Mitreisen. Hier mein Prime, bitte pass gut drauf auf. Sehr gerne, dankeschön. Und Banana Breadman hat jetzt geschrieben, ja, auch für die YouTube-ZuschauerInnen, die sollen nochmal in den Projektorraum gehen.
gehen wir da nochmal hin. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht nach unten hingegangen, ne? Junge. Grandpa never got over her death. Boah. Boah, das ist so anstrengend. Es tut mir so leid. Das halt auch nicht mehr abschalten. Also egal, was ich mache. Kann damit nicht mehr interagieren. Er ballert die Bilder halt auch so mega durch. Ich kann mich halt nicht aufs Sofa setzen. Normalerweise hätte ich halt gesagt, weil hier unten die Bilder liegen, ich soll hier irgendwas fotografieren. Aber vielleicht auch in die Richtung? An der Wand war was? Ja, hier ist nur das Bild, ne? Sie halt, ne? Hm. Ist noch dieser Venti? Ist nah dran. Ja, es muss halt irgendwas hier sein, theoretisch, weil. Warte mal, was steht denn auf dem Bild? Okay. Jetzt hält der scheiß Projekt doch mal sein Maul. Okay, wir müssen also wieder bei Oma ins Schlafzimmer. Ja, es tut mir leid, dass ich... Ja, ciao! Aber warum auch? Okay. Das machen wir jetzt eben noch fertig. Alter, ich dachte, wir den Schrank denn hier aufgelassen. Das war ich selber. Jetzt müssen wir nur eben schnell gucken, welche Reihenfolge ich. Jemand hatte vorhin die Planetenreihenfolge reingeschrieben. Muss aber sagen. Das hier sind Venus und Merkur. Mars und Jupiter. Neptun und Uranus.
I need to make room first. Ich will halt den anderen da hinpacken. Sonne, Merkur, Venus? Ja, Sonne, Merkur, Venus, Erde? Mars, Jupiter? Ja. Saturn, Uranus, Neptun. Und nun? Müsste doch so richtig sein, oder? Dann geht hier wahrscheinlich das Ding hier auf. Ich habe ja auch noch so eine Dings gefunden, ne? Aha. Einer war falsch rum. Na gut. Da kann ich jetzt bestimmt mit dem Hammer drauf. Ja, geil. Oh, mein Gott. Und da ist auch das letzte Bild. Now it all comes together. Years old. Oh, und das ist sogar noch ein Fachwender. So, Grandpa tried to contact Grandma with this thing? Is that blood? Und das war's jetzt, oder was? Also, er hat das hier drinnen versucht, scheinbar. Junge, wie viele Bilder sind denn hier von dieser Frau? Jetzt weiß man aber auch, warum sie auf den Bildern so cursed aussieht. Sie Augenlicht verloren hat. Ja, ciao. Ist ja noch ein Horror-Game, ganz vergessen. Oh! Danke. Ich habe auch noch ein Mixtape gefunden. Da steht die! Attacke! Ah! Oh, ich trau mich nicht! Die Lichter gehen kaputt. Ich hab noch so eine Kassette dabei.
Komm mal von der Seite nicht hoch. Ich mir erst die Kassette an. Vielleicht ist das sinnvoll. Das ist die falsche. From the moment of first. Ja. Das ist die falsche. So, Nummer 2. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time. Perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind, or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. Ja, und hier mache ich mal eine ganz kurze Pause und auf YouTube geht es dann im nächsten Video weiter mit Madison, ne? Ihr kleinen Sträuche, ne? Tschüss.